So, sehen Sie mich noch vom Gesicht her ganz gut? Ja, so ist gut. Also es geht darum, die Beziehung zu der Mutter zu klären. Dazu brauchen wir erstmal für den Ramin Rot, Gelb und Grün. Ja, ist egal, ob lang oder hoch. Diese mittelgroßen Figuren. Mittel, ja, dann nehmen wir mal. Rot ist der Ramin von heute, der diese Probleme hat. Gelb wäre der souveräne Ramin, der seinen Wert und seine Würde in sich selber hat, ohne dass er sich jetzt für die anderen nützlich machen muss. Und grün ist der kindliche Teil, der vielleicht auch bedürftig ist und der geschützt werden möchte. Und blau ist die Mutter. Blau ist die Mutter. Und jetzt stellen Sie mal diese vier Figuren so auf, wie sich das für Sie anfühlt. Ja, also das ist der kindliche Teil, das Gelbe. Nein, gelb ist dieser souveräne Teil, Ach so, der sich okay. abgrenzen kann. Grün ist der kindliche Teil. Und das Rote ist der. Ist der Ramin von heute, der eben diese Probleme hat, dass er Ja. sich immer gleich für andere verantwortlich fühlt. Ja. Ja, machen wir es mal so. Ja. Und dann können Sie vielleicht mal den Fragebogen wieder auf die Seite tun, auch die Figuren links ein bisschen zurückschieben zum PC, dass sie hier aus dem Bild verschwinden. Dann legen Sie mal den Finger auf die rote Figur, auf den Ramin von heute. Wie fühlt sich das an in dieser Situation? Ja. Da ist irgendwie so, es fühlt sich so ein bisschen ungeklärt an und mit Ja. Sorge. Okay. Ja. Jetzt brauchen wir ein Symbol für eine Grenze. Das könnte ein Bleistift sein oder ein Lineal. Das legen Sie mal zwischen die Mutter und zwischen sich und Ihre Selbstanteile. Und dann können Sie das Ganze vielleicht mal drehen um 90 Grad. Noch? Und dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Figur. Wie geht es jetzt dem Ramin von heute, wenn es da eine Grenze gibt, wenn die Mutter außerhalb des Raumes ist? Besser. Unbeschwerter. Ja. Leichter. Ja. Ja, also es scheint, dass wir uns auf der richtigen Spur bewegen. Ja. Die Mutter hat natürlich ein wahres Selbst, mit dem sie vielleicht nicht optimal verbunden war. Da können wir so eine schmale gelbe Figur aufstellen für Mutter selbst. Stellen Sie mir auf die Seite der Mutter. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn die Mutter auch noch hier selbst hat? Mit dem Roten? Ja. Da ist mehr Vertrauen, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. So mehr Hoffnung und Vertrauen. Da geht es auch Gut. um Glaube und Vertrauen. Ja, an sich was Positives. Jetzt schauen wir mal, es könnte sein, dass Sie im Raum der Mutter da bestimmte Rollen übernommen haben. Es ist so, wenn die Mutter SOS funkt, dann ist es so, dass ein sensibler Sohn dann meistens sich sofort an Bord der Mutter, vom Muttersboot begibt und schaut, was es da zu richten gibt. Denn sich mal neben die Mutter, da war ja dann der Partner nicht mehr da, dann denkt er, ein paar Personen, vielleicht braucht die Mama jemanden an ihrer Seite. Stellt sich mal neben die Mutter. Rot, Rote oder? Figur neben die Mutter. Ob Sie das kennen. Dass sie dann so sich als Partner zur Verfügung stellen für die Mutter. Ja. Fühlt sich ja sehr liebevoll an, sehr fürsorglich, aber es hindert sie natürlich daran, in ihren eigenen Raum zu gehen und es hindert sie auch daran, dann sind sie praktisch am Platz des Vaters und kann es sein, dass sie dadurch ihren Vater nicht so achten können. Ja. Sich da ein bisschen einmischen in diese ganzen Geschichten und der Sohn sollte sich da besser raushalten. Sie dürfen sich entscheiden, ob das wirklich Ihre Identität ist. Also das ist irgendwie der ja, also das ist ein Platz, aber das ist nicht
Also ich habe, also es ist irgendwie, natürlich irgendwie ist es auch schön dort in der Nähe von meiner Mutter. Das, also es fühlt sich schon auch irgendwo auch schön an, aber irgendwie ist es auch nicht, da geht es so stark um die Erwartung meiner Mutter. Das ist nicht mein Freiraum. Das ist Genau. eigentlich mein eigenes Ding. Ja. Außerdem können Sie natürlich nicht diese Rolle erfüllen. Das geht gar nicht. Das heißt, Sie geben da sehr viel Energie hinein, aber Sie bewirken nicht wirklich etwas. Die Energie verpufft. Und Sie verpassen das, was Sie in Ihrem eigenen Raum bewerkstelligen könnten, da wo Sie selber zuständig sind und sind nicht optimal verbunden mit Ihrem eigenen Selbst. Und Sie dürfen sich entscheiden, wo Sie hingehören. Ja, ich würde jetzt einfach mal wieder woanders hingehen. Ich fand es da drüben besser. Ja. Und Ja. da gibt es einen klärenden Satz, Mama, ich bin nicht der bessere Partner für dich. Soll ich den sagen? Ja, das wäre ganz gut. Mama, ich bin nicht der bessere Partner für dich. Ich bin euer Sohn. Ich bin euer Sohn. Und was zwischen dir und Papa ist, das ist mir viel zu kompliziert. Und was zwischen dir und Papa ist, ist mir viel zu kompliziert. Und ich bin da überhaupt nicht zuständig. Und dafür bin ich überhaupt nicht zuständig. Und was auch immer zwischen euch beiden ist, ich kann euch beide achten, so wie ihr seid. Und was auch immer zwischen euch beiden ist, ich kann euch achten, wie immer ihr auch seid. Ja, wie fühlt sich das an? Ist noch ein Widerstand. Ich kann noch nicht so ganz. Das mit dem Ja. Achten, das letzte mit dem Achten, das geht noch nicht so richtig, nee. Ja, fällt es die Achtung schwer gegenüber der Mutter oder gegenüber dem Vater? Beide. Ich spüre, dass bei beiden da irgendwo was ist, was mich hindert, die richtig zu achten. Okay. Ja. Ja, dann stellt sich mal hinter die Mutter, ob Sie das kennen, dass Sie Mutter als schwach und bedürftig erleben und denken, Sie könnten auch ein Stück noch der Mutter das geben, was sie vielleicht von ihren Eltern damals gebraucht hätte, so Halt und Unterstützung und Anerkennung. Das fühlt sich erstmal sehr verführerisch an, weil da fühlt man sich wichtig und bedeutsam. Aber auch da können sie eigentlich nichts bewirken und die Energie verpufft ins Leere. Und es hindert sie daran, Kind zu sein. Sie kommen da irgendwie in so eine höhere Position. Es entsteht ein Gefälle, eigentlich entgegen der Natur. Leben sich als Stärke und überlegen der Mutter. Dadurch geht dann auch die Achtung verloren. Ja, ich glaube, das kenne ich ja. Das macht mich auch irgendwie traurig, dass ich in der Ja, falschen und Rolle bin. wieder dürfen sich entscheiden, wo sie eigentlich hingehören. Ich möchte, nee, ich glaube, es ist besser. Ich gehe wieder raus aus dem. Mama, vielleicht habe ich versucht, dir das zu geben, was du als Kind gebraucht hättest. Mama, vielleicht habe ich dir das versucht zu geben, was du als Kind gebraucht hast. Aber das ist ein bisschen größenwahnsinnig. Aber es ist ein bisschen größenwahnsinnig. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin dein Sohn. Ich bin dein Sohn. Fühlt sich das an? Irgendwie ein bisschen traurig, aber stimmig. Naja, es ist Abschied von diesen Rollen, die Sie bisher eingenommen haben. Das war Ihnen vertraut. Da hatten Sie auch für die Mutter, mit der Mutter eine ganz bestimmte Beziehung. Sie hatten selber auch irgendwas, wonach Sie sich orientieren konnten. Das war so eine Überlebensstrategie, damals nach der Trennung der Eltern. Aber manchmal hält man an dieser Überlebensstrategie fest, auch wenn der Krieg schon lange vorbei ist und dann ist es nur noch störend. Jetzt hat die Mama natürlich ihr eigenes Schicksal. Ein Teil davon ist diese Trennung von dem Vater. Da brauchen wir einen blauen Würfel, den legen Sie mal neben die Mutter. Und dann nehmen Sie mal diesen Würfel auf die Handfläche und spüren mal nach, ob Sie das kennen. Das Gefühl, dass Sie sich oder der Mutter etwas Gutes tun, wenn Sie sich zuständig fühlen für Mutters Problem. Das fühlt sich liebevoll an, das fühlt sich fürsorglich an, aber hat sich dadurch irgendetwas gebessert? Ich glaube nicht, nee. Meine Mutter hat ihren eigenen Kopf und macht ihr eigenes Ding. Nee. Genau. Es kann sogar sein, dass Sie ein Stück Achtung verloren haben für die Mutter. Und am Schluss auch für sich selber, weil sie sich da so abgerackert haben, es hat gar nichts bewirkt.
Und wenn Sie die Achtung wieder haben wollen für sich und für die Mutter, dann müssten Sie der Mutter das zurückgeben, was, wo sie gar nicht zuständig sind. Mhm. Und dann können Sie zur Mutter sagen, Mama, du hast kein leichtes Schicksal. Mama, du hast kein leichtes Schicksal. Du trägst es auf deine Art und Weise. Du trägst es auf deine Art und Weise. Oder vielleicht manchmal auch nicht. Oder auch manchmal auch nicht. Es ist deine Art zu überleben. Es ist deine Art zu überleben. Und mir als Sohn steht es überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen oder mich da einzumischen. Und mir als Sohn steht es überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen oder mich einzumischen. Wie fühlt sich das an? Ja, da ist jetzt dann mehr Größe beim Glauben. Da entsteht, also so, da ist so eine, wow, da ist... Da, genau. Genau, ja. Da wächst die Achtung für die Mutter. Ja, genau. Und das achte ich jetzt, indem ich deins für immer bei dir lasse. Entschuldigung? Das achte ich jetzt, indem ich deins für immer bei dir lasse. Und das achte ich jetzt, indem ich deins immer bei... Für, und das achte ich jetzt, indem ich das jetzt immer bei dir lasse. Ja, dann legen Sie mal den blauen Löffel zur Mutter. Mhm. Spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich richtig an. Das ist Ihr Ding, das ist Ihr Wachstum, das ist Ihr Potenzial, Ihre Aufgabe. So ist es, genau so ist es. Es kann es sein, dass Sie manchmal sich mehr nach der Mutter und ihren Bedürfnissen orientieren, als nach sich selber. Mhm. Und dann könnte die Mutter zwischen Ihnen und Ihrem wahren Selbst stehen. Stellen Sie mal die Mutter zwischen Rot und Gelb. Ja. Hier irgendwo, ja. Und schauen Sie, ob Sie das kennen. Dass Mutters Interessen und Bedürfnisse Ihnen näher sind als Ihre eigenen. Und wie geht es Ihnen damit? Nicht gut. Also es kann ambivalente Gefühle machen. Auf der einen Seite fühlt sich das vielleicht ganz harmonisch an. Gleichzeitig kann es aber auch massiv stören, weil es hindert Sie halt daran, der zu sein, der Sie eigentlich wirklich sind. Ja, ich lebe an meinem Leben vorbei. So ist es. Das ist mein Gefühl dazu. Jetzt nehmen Sie nochmal Mutters Problem mit dem blauen Würfel nochmal zwischen sich und die Mutter. Den blauen Würfel stellen Sie nochmal, nein, die Mutter stellen Sie nochmal da, wo sie steht, genau. Ja, hier. Und den blauen Würfel jetzt zwischen die rote und die gelbe Figur. Mhm. Schauen Sie mal, ob Sie das kennen, dass Sie sozusagen auch Mutters Probleme so in Ihrem Zuständigkeitsbereich sind. Mhm. Und dann stellen Sie sich mal auf Mutters Probleme drauf. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an. Ja, ich kenne das schon, aber ich möchte es nicht mehr. Das ja. Also da gehen Sie, es ist so, Sie machen Mutters Probleme zur Basis für Ihr eigenes Selbstbild. Mhm. Also ein gesunder Selbstwert ist damit nicht mehr möglich, sondern ist dann so ein extrinsischer Selbstwert, so praktisch ein Wert durch Leistung für andere. Mhm. Sie gehen dann gleichzeitig auf eine höhere Ebene, das kann eine rationale Ebene sein, eine spirituelle Ebene sein, oder Sie flüchten sich in Fantasiewelten, um dieses Leid gar nicht so an sich heranzulassen. So eine Überlebensstrategie. Manchmal ist es auch verbunden so mit der Tendenz zur Kontrolle, Tendenz perfekt zu sein, sich so für alles verantwortlich zu fühlen. Mhm. Und das kostet wahnsinnig viel Energie und Sie können das eigentlich gar nicht umsetzen und dann fühlt sich auch noch falsch oder als Verrat, als Versager und es geht das eigene Selbstbild noch mehr in den Keller. Mhm. Und diese Mischung von Größenfantasien und schlechtem Selbstwertgefühl, das ist ganz typisch für so eine frühe Beziehungstrauma. Mhm. Und das nennen wir ein falsches Selbst. Da brauchen wir jetzt eine schmale, rote Figur. Mhm. Die stellen Sie mal auf den roten Würfel. Auf den blauen Würfel. Ja. Mhm. Nee, Moment, auf den Würfel. Da muss ich vorkommen. Genau. Ja. Und das Rote?
Das sind Sie, das bleibt auf der anderen Seite. Und jetzt sehen Sie, also die Mutter, Muttersprobleme und dieses falsche Selbst, das gehört eigentlich nicht zwingend hier und heute zu Ihnen. Das können Sie alles auf der anderen Seite tun. Okay, das heißt, Erstmal die Mutter. genau, ich komme darüber. Und das hier ist das Falsche. Das falsche Selbst. Mein Rotes waren ja Sie selber. Rotes gehört Achso, natürlich, da bin ich. die rote eckige Figur bleibt auf der anderen Seite. Das sind ja So, Sie selber. das heißt, das Blaue übrig Blau geblieben. ist die Mutter. Mutters Genau. Probleme kommen auch auf die andere Seite. Und das falsche Selbst, was Sie da installiert haben, um das alles zu bewältigen, das bleibt auch auf der anderen Seite. Das tue ich hier auch rüber, ja? Das gehört nicht zwingend hier und heute dazu. Wir können Sie die Elemente auf dieser rechten Seite, können Sie alle an die äußerste Tischkante schieben. Also hier? Ja. Alle Ensemble als Ensemble. Nein, nach rechts, ganz nach rechts. Ach so. Nach Ach so, Sie rechts. meinen hier in die Richtung. Ja, Ja. genau. Entschuldigung. Ja, okay. Gut. Okay. Ja, ich gehe noch ein Stück weiter. Dann nehmen Sie mal so eine Sichtblende und stellen das davor. Moment. Karton oder Blatt Papier, was Sie klicken. Das müsste eigentlich. So. Und die Grenze brauchen wir dann auch nicht mehr. Dann legen Sie mal Ihren Finger auf die rote Figur, auf den Ramin von heute. Wie fühlt sich das an, wenn diese Elemente nicht mehr in Ihrem Raum sind? Wie fühlt sich das an? Ja, es ist. Da kommt irgendwie so das Thema Scham hoch. Ja, es fühlt sich verboten an. Ja. So wie Verrat. Ja, ich überlege gerade Scham, wie. Ja, es ist eigentlich ja, vielleicht, dass ich mein eigenes Ding. Also ich schäme mich eigentlich, dazu zu stehen, zu diesem Bedürfnis. Ja, vielleicht jemand im Stich lassen, das könnte schon sein, ja. Also wäre es egoistisch, so das eigene Ding zu machen. Die Mutter da im Stich zu lassen, Ah genau. ja. Ja. Und da ist Ihr Gefühl verwirrt und es hängt mit diesem frühen Beziehungstrauma zusammen. Und jetzt schauen wir mal, was der Verstand dazu sagen würde. Was sagt er dazu? Jetzt der Erwachsene hier, Ja. Vernünftige. Ja, das ist wirklich verwirrt. Weil im Endeffekt, ich habe doch überhaupt nicht die. Also, sagen wir mal so: Meine Mutter ist eigenständig Genau. und ich bin eigenständig und auch ich kann ja sie unterstützen und Mitgefühl haben für sie, aber dass ich jetzt mein Leben nach ihr ausrichte und ganz an mir vorbeilebe, gewinnt dadurch meine Mutter was? Gewinnt dadurch ich was? Also, da würde ich mir diese Fragen stellen. Ja. Als Erwachsener. Also es dient eigentlich niemandem Genau. und es hat nur einen Schaden. Und dann könnte man sich doch aus dieser Situation lösen. Ja. Aber Sie merken, Ihr verwirrtes Gefühl hat Sie bisher daran gehindert. Ja. Und Sie sind aber frei, sich zu entscheiden, ob Sie sich jetzt nach Ihrem verwirrten Gefühl orientieren. Dann kommen Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang nicht aus dieser Verwirrung heraus. Oder ob Sie sich nach Ihrem Verstand orientieren. Und dann könnten Sie herauskommen. Ja, und ich meine, es ist ja auch, sagen wir es mal so, was ist eigentlich das Beste für alle Beteiligten, wenn ich es mal so sehe? Ja. Und also weiterzumachen wie bisher, in diesem komischen Charme zu leben, in dieser Verantwortung, irgendwas zu tragen für meine Mutter, was ihr sowieso nichts bringt, mich aber auf der anderen Seite klein macht und kaputt macht und mich hindert, eigentlich mein Potenzial zu leben. Und ich glaube, meine Mutter wird sich auch freuen, wenn ich glücklich bin und meinen Weg gehe. Also, Genau so ist es. ja, also, wenn der Verstand rät mir deutlich, es sein Ja. zu lassen. Ja. Und jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, wonach Sie sich orientieren. Also,
Ich will mich am Verstand orientieren. Das ist okay. Natürlich immer noch ein bisschen verboten an. Also vom Gefühl her ist es immer noch ein bisschen. Ich darf ihm da so ein Bon Mot geben. Man wird erst dann erwachsen, wenn man bereit ist, etwas Verbotenes zu tun. Ja. So lange bleibt man noch der brave Bubi von früher. Genau. Ja. Da ist vielleicht mal ein Nein zu dieser Situation, ist ein Ja zu mir. Und ja. Zu meinem Glück. Das ist doch sehr schön, wie Sie das formulieren. Jetzt haben wir gesehen, da gibt es ja so subtile Kursenfantasien und ich habe gemerkt, dass diese subtilen Kursenfantasien, das ist ein zentraler Grund, warum es so schwer ist, aus dieser Verwirrung auszusteigen. Mhm. Und deswegen können Sie mal symbolisch die rote Figur platt auf den Bauch legen. Das Gegenteil von höherer Ebene, von Überlegenheitsgefühl, von Kontrolle, mhm. von Perfektionismus. Aber Sie könnten die Erfahrung machen, es gibt etwas, was Sie ganz sicher trägt. Und das, was sie trägt, das ist die Erde. Die Erde hat uns alle hervorgebracht. Die Erde nährt uns bedingungslos, weil wir Kinder dieser Erde sind. Und wenn Sie sich dieser Erde anvertrauen, dann können Sie die Erfahrung machen, dass von Gelassenheit und von Vertrauen. Können Sie spüren? Ja, aber ich kann mich noch nicht so richtig. Bekommen Sie so eine Ahnung von Gelassenheit und von Vertrauen? Das genügt schon. Ja, das aber genügt schon. Richtig, ich habe noch nicht das Vertrauen, da wirklich mich. Ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, sehr ganz neu für Sie. Ja. Und Sie sind vielleicht ein bisschen, haben Sie eine Tendenz zur Kontrolle, das kennen Sie vielleicht von sich. Das heißt, dass Sie dem Neuen erstmal misstrauen, prinzipiell. Mhm. Und dann kann es sein, dass Sie lieber an dem Alten festhalten, obwohl es sich nicht wirklich bewährt hat. Und dann verpassen Sie vielleicht so manches Neue, was tatsächlich wesentliche Veränderungen bringen könnte. Hm. Und darf ich Ihnen so einen Trick verraten? Sie könnten auch mal sich selber austricksen und diese Kontrolle für eine halbe Stunde vor die Tür stellen. Ah, okay. Das ist doch mal ein schöner Trick, ja. Okay. Und dann schauen Sie mal, wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie es mal sich erlauben, nachzuspüren, wie ist es, wenn Sie sich so flach auf die Erde legen. Legen Sie den Finger nochmal auf die rote Figur. Ja, es ist, ist ein Getragenwerden. Es ist, alles etwas anders als das Gefühl, was Sie sonst kennen, wo Sie immer so angespannt sind, immer hellwach. Ja. Und also das ist erstmal wohltuend. Richtig. Gegenteil von Stress. Ja. Und dann richten Sie sich mal wieder auf und dann werfen Sie mal einen Blick auf Ihr wahres Selbst. Das ist der Ramin, der seinen Wert und seine Würde in sich selber hat. Einfach, weil er Ramin ist. Der muss nicht irgendwas leisten, der muss nicht für andere wichtig sein. Und dieser Ramin war offensichtlich in Ihrer Familie nicht so unbedingt erwünscht. Und um in dieser Familie zu überleben, kann es sein, dass Sie da die Sichtweise dieser Familie, speziell der Mutter, übernommen haben. Das dürfen Sie erstmal symbolisch die Brille dieser Mutter ablegen. Mhm. Legen Sie mal eine Hand mit einer Hand so vor den Augen vorbei. Mhm. Dann nehmen Sie symbolisch mal die Brille der Mutter ab. Schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diesen nicht domestizierten Ramin. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Das wäre zum Beispiel gelb, ja? Oder? Ja, ist der gelb. Ja. Mhm. Gibt es an dem was auszusetzen? Die schauen schon sehr kritisch. Ja, ich schaue gerade, ich suche gerade. Also, wenn Sie spezialisiert sind, darauf ein Haar in der Suppe zu finden, dann werden Sie auch da ein Haar in der Suppe finden. Aber ich hoffe, das ist nicht unbedingt nötig. Nee. Jedenfalls, das ist Ihr wahres Selbst und ich könnte stellvertretend für Ihr wahres Selbst zu Ihnen sagen, hallo, ich bin dein Selbst. Hallo. Da gab es dein Trauma mit dieser Mutter, da gab es Mutters Trauma das ist alles vorbei. Es hat mit dir heute nichts mehr zu tun, du hast es überlebt. Ja. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Mhm. Wenn Sie das hören? Der letzte Satz, da kam so, das ist egoistisch. Ja. Nur für dich da. Ja, genau. Ja. Das es ist so, dass in manchen Familien wird das diffamiert, dass man so das Eigen nach dem eigenen lebt, als egoistisch.
Und dadurch werden dann Menschen manipulierbar und sind dann eher bereit, sich für andere instrumentalisieren zu lassen. Also diese großen Machtinstitutionen, die verstehen es perfekt, solche Schuldgefühle zu wecken. Besonders hervorragend hat sich da bewährt die katholische Kirche. Das ist geradezu die Essenz, dass sie diese mit der Erbsünde, kennen Sie die katholische Kirche, kennen Sie das? Ja, prinzipiell schon, ja. Also durch die Erbsünde wird ja den Menschen suggeriert, dass sie eigentlich von Geburt an sündig sind und dass sie der Erlösung bedürftig sind. Und das Monopol für die Erlösung hat die Kirche und dadurch hat die Kirche Macht. Und dadurch ist dann auch dieses Selbst, das Selbst ist eigentlich sündig und der eigene Körper ist sündig und die Sexualität ist sündig. Und also alles, was man so selber machen möchte, das ist eigentlich auch schon verdächtig. Und am besten stellt man sich ganz in den Dienst des größeren Ganzen und dann, das heißt Gehorsam, Unterwerfung, das ist erwünscht, das ist eine Tugend. Und so hat diese Machtinstitution über Jahrtausende funktioniert. Und das hinterlässt seine Spuren auch bei ihm. Sagt es der Verstand, ist es egoistisch oder nicht? Was genau? Es ging noch darum, dass... Also für mich ist dieses, also was ich das Gefühl habe, in dieser Absolutheit, ich bin nur für dich da. Ja. Das war mir zu absolut. Also wenn ich sage, ich bin für mich und auch die anderen da, dann ist das völlig in Ordnung. Dann fühlt sich das richtig an, dass ich meinen Lebensplan und mein Potenzial ausschöpfe, aber nicht nur auf mich schaue, sondern auch, es gibt ja eine Welt um mich herum. So ja. Empfinde ich das. Also, das ist ja genau die Dynamik, wenn Sie sich da, bisher haben Sie sich ja mehr um die anderen gekümmert als um sich selber. Ja. Und dadurch haben Sie nicht so viel bewegen können. Mhm. Und Sie waren die ganze Zeit entfernt von sich. Wenn Sie jetzt etwas bewegen wollen, dann müssen Sie erstmal kongruent mit sich selber sein. Mhm. Okay. Und so ist es zu verstehen. Mhm. Denn wenn Sie dann ganz bei sich sind, dann merken Sie natürlich, dass Sie nicht allein sind auf dieser Welt. Dann gibt es auch andere, dann gibt es Beziehungen, dann gibt es Familie. Mhm. Und dann ergibt sich das ganz von selber, dass man dann auch gezielt was für andere tun kann und tun möchte. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass Sie überhaupt erstmal mit diesem Potenzial verbunden sind. Okay. Okay, aber das ist richtig. Also das möchte ich auch. Und im Endeffekt, das ist ja auch, sagen wir mal so, mein Intellekt sagt mir, das Beste tue ich für alle, indem ich mich um die Entfaltung meines Potenzials kümmere. Genau so ist es gemacht. Also genau da sind sie. Das ist in Ordnung. Und diese Art von Egoismus ist dann auch richtig. Und weil die ist ja, das ist ja richtig. Das ist dann, das kümmert sich um dieses Selbst und diese, also es ist ja was Positives. Richtig. Um die Verwirklichung dieses positiven Selbstes. Ja, das finde ich gut. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass Sie nicht so optimal mit diesem Selbst verbunden waren. Dann könnten Sie jetzt erklärend Ihrem Selbst sagen, offenbar war ich immer noch so mit meinem Trauma und mit Mutters Trauma beschäftigt, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Ja, bisher, liebes Selbst, bisher war ich konnte dich noch gar nicht so richtig wahrnehmen. Bisher war ich vor allem mit meinem Trauma und mit Mamas Trauma beschäftigt. Das hat aber gar nichts mit dir zu tun. Das hat aber gar nichts mit dir zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Ja, macht mich ein bisschen traurig. Ja, es könnte ja sein, dass Sie da etwas versäumt haben. Genau. Ja. Jetzt, Ihr Selbst ist Ihnen dafür überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Ramin, dann bei Ihrem wahren Selbst. Ah. Und diese bedingungslose Liebe gibt es gratis. Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen? Ja, bedingungslose Liebe, ja, die achtet ja nicht, ja, prinzipiell schon, doch, ja. Theoretisch, ja. Ja. Und Sie können es jetzt direkt körperlich spüren. Die einzige Voraussetzung ist allerdings, dass Sie nochmal die Achtung nachholen für dieses Selbst, indem die rote Figur sich leicht verneigt vor der gelben Figur. Gleichzeitig können Sie sich innerlich symbolisch verneigen vor Ihrem wahren Selbst. Drei Atemzüge lang.
Und spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an? Ja, es ist irgendwie, also das ist so, also ich habe das Gefühl, dieses wahre Selbst ist irgendwie so Schönheit und davor verbeuge ich mich gerne. Das ist irgendwie, Das ja. ist Ja. Und es ist, man kann es auch einfach so erklären, Sie wünschen sich natürlich, dass Sie geachtet werden von anderen, aber wie können Sie erwarten, dass andere Sie achten, wenn Sie selber sich gar nicht Ja. Und jetzt dürfen Sie mal schauen, wie es ist, wenn Sie eins werden mit diesem Rot und Gelb, mit diesem wahren Selbst, wenn die beiden zusammenkommen, ganz dicht, so dicht wie es geht, und Sie legen mal so einen Finger quer drüber und spüren mal in sich selber hinein. Wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die jetzt so lange Zeit getrennt haben? Da ist noch ein bisschen Zögerlichkeit, das spüre ich, aber dann ist da auch Liebe, die fließt. Ja. Also es kann sein, dass da dieser Kontrolletti sich wieder bemerkbar macht. Mhm. Den können Sie ja noch mal für eine halbe Stunde rausstellen. Lass es doch mal gehen, ne? Ja. Halbe Stunde, genau. Und dann sind Sie jetzt nicht kontrolliert und können sich mal erlauben, das zu spüren, was Sie da spüren könnten, wenn diese beiden Elemente eins werden. Ja, es ist was Weites und es ist was Warmes und es ist was Öffnendes und Ja. wie als wenn so eine Blüte aufgeht. Das ist irgendwie Das sehr ist Ihr anhaltend. Potenzial. Das sind eigentlich Sie. Wir befinden uns immer noch auf der richtigen Spur. Und damit diese Verbindung auf die Dauer stabil bleibt, ist es jetzt wichtig, dass Sie lernen, genauer zu unterscheiden zwischen dem, was hier ein Neutramin ist und dem, was gar nicht dazugehört. Und es betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite. Nehmen Sie mal das Büchlein weg. Und jetzt als erstes nehmen wir mal Mutters Trauma, den blauen Würfel. Sie haben ihn ja schon der Mutter zurückgegeben, gehört er noch zu ihrer Identität hier und heute? Wenn ich mal so den anschaue. Sie können Bisschen, habe ich das Gefühl. die rote Figur, stellen Sie die rote Figur nochmal auf den blauen Würfel. Dann steht ja wieder dieses Überlegenheitsgefühl, diese Richtig, nee. Größenfantasien. Und das ist ja das Ihr falsches Selbst und das ist sozusagen die Basis für Ihr falsches Selbst. Und was sagt Ihr Verstand? Gehört Mutters Trauma zu Ihrer Identität? Nur dahingehend, dass ich halt irgendwie ein bisschen mehr Verständnis habe, das vielleicht, aber Ja, also nicht, dass ich sage, das ist, ich muss jetzt nicht ihr Leid in mir haben oder ihre Einsamkeit, ihre Krankheit und ich will es noch mal, man kann das so ganz platt so formulieren. Sie können entweder verheiratet sein mit dem Trauma ihrer Mutter oder mit ihrem wahren Selbst. Beides gleichzeitig geht nicht, das ist wie Bigamie. Wenn Sie ein legitimes Verhältnis haben wollen mit dem wahren Selbst, dann müssen Sie dieses illegitime Verhältnis mit Mutters Trauma aufgeben. Ja, dann tun wir das weg. Dann ist das auch. Das hat sich sehr viel angenehmer angefühlt. Weil das fühlt sich irgendwie so, das will ich nicht. Das ist Ja, irgendwie okay. da, das ist vielleicht so ein bisschen noch Verantwortungsgefühl. Auf der anderen Seite ist es totaler Blödsinn. Ich bin da nicht verantwortlich. Außerdem bringt es ja nichts, es So schadet ist mir es. nur. Das ist. Dann können wir jetzt auf dieser symbolischen Ebene das mal, nehmen Sie mal das in die rechte Hand den Würfel und die linke Hand die rote Figur und stellen Sie beides auf den Tisch. Grüne Figur stellen Sie ein bisschen zurück. Beides auf den Tisch stellen. Ach so, Die okay. grüne Grüne Figur, die stört jetzt da. Sie müssen nämlich jetzt so eine Stoppübung machen. Und jetzt nehmen Sie mal beide Figuren auseinander und dann können Sie sie zusammenkrachen lassen mit einem kräftigen Stopp. Ja,
Sie haben die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu, das wäre der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, dann wissen Sie besser, wer Sie sind, wer Sie nicht sind, dann wird das Leben einfacher. Und jetzt schauen Sie mal, Sie könnten auch das Trauma der Mutter schon vorbeugen, stoppen, bevor das überhaupt in Ihren Raum kommt. Mhm. Dann müssen Sie ein bisschen schneller sein als das Trauma. Ja. Also, wir stoppen. Stopp! Ja, mit Kontakt. Es muss klacken. Ach so. Und dann? Ja, aber Sie müssen früher drüben sein, als die Mutter startet, als das Trauma startet. Okay. Stopp! Ja, Sie haben sich wieder in der Mitte getroffen. Sie könnten schneller sein als der blaue Würfel. Ach so, ich könnte da drüben schon stoppen, ja? Okay. Ja, Sie okay. müssen einfach schneller sein. Die rote Figur muss schneller sein. Okay, ich verstehe. Stopp! Ja, genau. Wie fühlt sich das an? Besser. Ja. Das könnte auch noch früher. Das könnte auch noch früher stoppen. Ja, genau. Mhm. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, die ihr Territorium schützen, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Jaguar, Panther, Löwe. Panther, super. Können Sie mit einem Panther schreien, das Trauma stoppen? Genauso. Vorbeugend. Das heißt, ich mache wieder das. Ja, genau. Wie fühlt sich das an? Gut. Ja, gleich nochmal. Ja. Mhm. Also, jetzt wird Ihre Kraft aktiviert. Mhm. Diese Kraft war ursprünglich dazu da, zu erkennen, was gar nicht zu Ihnen gehört. Und wenn Sie das aus Ihrem Raum entfernen, dann haben Sie die Chance, 100% Sie selber zu sein. Mhm. Sobald Sie jetzt irrtümlich etwas festhalten, was nicht zu Ihnen gehört, zum Beispiel die Mutter, Mutters Trauma, dann blockieren Sie selber diese Kraft. Mhm. Sie fühlen sich eher gelähmt. Mhm. Die Kraft richtet sich dann gegen Sie. Depressionen, Selbstwertprobleme, Ängste, Krankheiten, kennt Sie alles. Ja. Und sobald Sie die Kraft wieder einsetzen, haben Sie die Erfahrung, dass Sie wieder handlungsfähig sind. Mhm. Und das ist einfach geil. Das löst Glückshormone aus. Und diese Glückshormone haben Sie schon viel zu lange vermisst. Mhm. Und wenn Sie denken, dass Sie diesen blauen Würfel nie mehr brauchen für Ihre Identität, dann können Sie ihn auch für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof, mit einem ultimativen Pantherschrein. Mhm. Mhm. Ja. Auch nochmal das Gleiche, oder? Bloß schnell. Einfach, Sie können, Sie lassen es einfach liegen, den blauen Würfel, und kicken ihn runter mit dem roten, ich verstehe. Figur. Nein, 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 mit der roten Figur. Ach so. Die rote Figur, die macht dieses, dies macht. Ich verstehe, okay. Jetzt ist er weg. Also dazu gehört jetzt, was in Ihrem Raum ist, das lebt alles von ihrer Kraft. Ja? Mhm. Und auch diese Elemente, die Sie so als bedrohlich erleben, die haben die ganze Kraft von Ihnen. Mutters Probleme, Mutters Schicksal, dem haben Sie die Energie gegeben. Und das sind im Grunde sind es Papiertiger. Mhm. Und wenn Sie denen die Energie wieder entziehen dann und selber wieder den Raum bestimmen, dann können Sie die ganz einfach vom Tisch kriegen. Das nächste ist jetzt Ihr falsches Selbst. Das war der Ramin, der sich angepasst hat an diese Situation, mhm. sich da so verantwortlich gefühlt hat und sich gleich schuldig fühlt, wenn irgendwas nicht klappt. Das ist diese schmale rote Figur. Mhm. Und gehört das hier und heute noch zu Ihrer Identität? Stellen Sie sich mal nach vorne, gegenüber. Gehört es noch zu Ihnen? Da ist noch so ein bisschen so ein... Ja. Also Sie müssen sich halt entscheiden, wissen Sie? Sie müssen unterscheiden, damit Sie optimal mit Ihrem wahren Selbst verheiratet sein können. Wenn Sie, solange Sie noch ein illegitimes Verhältnis haben zu Ihrem falschen Selbst, geht nichts mit Ihrem wahren Selbst. Ich will jetzt dahin. Okay. Und da müssen Sie mit einer klaren Entscheidung dieses falsche Selbst aus Ihrem Raum entfernen. Es geht erstmal mit Stopp. Stopp! Ja. Wie fühlt sich das an? Noch ein bisschen ungewohnt. Ja. Mhm. Also das lässt beim Wiederholen nach. Gleich nochmal.
Stopp! Ja. Stopp! Und dasselbe mal mit Pantherschrei. Mhm. Ja! Nochmal. Ja! Ja. Wie geht's dir dabei? Ja, ich habe jetzt Lust, das rauszukicken. Ja! Ja. Das sind wieder die Glückshormone. Ja, ja. Ja, dann gönnen Sie sich das doch. Okay, dann lasse ich dich jetzt mal hier stehen und dann... Oh, weg. So. Ja. So, jetzt schauen wir mal zu Mama. Also das wahre Selbst, das hatten wir schon aufgestellt, ist diese gelbe Figur. Aber die Mutter war durch ihr eigenes Trauma möglicherweise gar nicht mit diesem wahren Selbst verbunden. Dieses, ihr Wesenskern, ihr wahres Selbst, das ist der Teil, der so eine bedingungslose Liebe auch zu dem Ramin spüren kann und die sich freut, dass er da ist und diese Liebe auch zeigen kann, und zwar ohne Absicht, ohne Bedingungen. Mhm. Haben Sie diese Liebe Ihrer Mutter schon mal erlebt oder eher selten? Es gibt schon diese Aspekte, ja. 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 Also, das ist auch verständlich, weil die Mutter hat natürlich ihren Wesenskern, auch wenn sie mit dem nicht verbunden ist. Ja. Aber meistens war sie möglicherweise in so einem Zustand, wo sie gar nicht ganz bei sich selber war. Mhm. So ähnlich wie Sie das ja auch von sich jetzt beschreiben. Ja. Und das hängt mit ihrem Trauma zusammen, weil sie dieses Trauma nicht verarbeiten konnte. Und dann ist sie in so einem, hat sie auch sowas wie ein falsches Selbst, ja, wie so in einem Überlebensmodus, sie funktioniert noch. Mhm. Und dafür brauchen wir jetzt eine schmale, blaue Figur. Mhm. Das ist Mutters falsches Selbst. Und da stellen Sie mal sich selber gegenüber, der roten Figur gegenüber. Und dieses falsche Selbst, die Mutter, stellen Sie mal wieder ein bisschen nach rechts, ein bisschen zurück, nach rechts. Achso, oder in die Richtung, meine ich. Ja, genau. Okay, ja. Und jetzt stellen Sie mal sich gegenüber dieses falsche Selbst der Mutter. Und da, das könnte sein, dass Sie da Verletzungen erlebt haben. So im Sinne von seelischer oder körperlicher Verletzung, Überforderung, benutzt werden, bewertet werden, Abwertung, Schuldgefühle. Das kennen Sie. Ja, ich versuche es nur mal kurz zu spüren. Müssen Sie gar nicht spüren. Ja, denke ich, irgendwas, ja. Die Frage ist, waren Sie jetzt dafür der Mutter böse oder waren Sie eher sich selber böse? Ja, war auch schon der Mutter böse. Ja. Hier. Und dann fühlt man sich aber meistens schuldig, weil man denkt, die arme Mama, die kann doch gar nicht anders und die hat selber so schwer und so, ja. Und dann ist man in sich so zerrissen. Und jetzt könnte man das dadurch klären, das war ja eigentlich Mutters falsches Selbst, was sie so verletzt hat. Mhm. Und jetzt könnten Sie zu dem Mutters falschem Selbst sagen, dein Verhalten hat mich damals sehr verletzt. Falsches Selbst von Mutter. Dein Verhalten hat mich damals sehr verletzt. Wenn ich das damals schon verstanden hätte. Dann hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Und nicht mich oder meine Mutter. Und dazu stehe ich. Ja, und dazu stehe ich. Wie fühlt sich das an? Ja, richtig. Weil das ist im Endeffekt, da ist auch irgendwas kaputt. Es ist gar nicht die echte Mutter. Es war Mutters Überlebensstrategie. Genau. Und dann muss es ja auch hier und heute gar nicht mehr zu ihrer Identität gehören. Mhm. Dann können Sie auch das falsche Selbst der Mutter stoppen, ist erstmal symbolisch. Ja, genau. Wie fühlt sich das an? Ja, ich würde es eigentlich sogar schon noch weiter stoppen, weil ich brauche das nicht mehr. Und manchmal war man so, ich vielleicht so richtig wütend auf die Mutter und hätte ihr gerne noch irgendein Kraftwort gesagt, wenn man sich das getraut hätte. Und der Mutter gegenüber haben Sie es nicht getraut, aber dem falschen Selbst gegenüber können Sie das ja mal aussprechen. Mhm. Schauen Sie, ob da was kommt. Soll ich das mit so Energie machen, oder? Na, stoppen Sie es nochmal und schauen Sie, ob da irgendein Kraftwort kommt, Schimpfwort. Ja.
Ja, du Hure. Wie? Du Du? Hure. Du Hure. Ja. Hatte die andere Männer? Naja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ah, einfach jetzt okay. mal so als Kraftwort kommt es jetzt mal. Ja, okay. Ja. Ja, also gegenüber dem falschen Selbst ist es ja erlaubt. Ja. Könnte auch sagen, du dumme Kuh, du die Gans, Ja. Arschloch, irgendwas, was passt. Ja. Und wenn Sie merken, Sie brauchen es nicht mehr wieder für Ihre eigene Identität, können Sie es für immer entsorgen. Das hier, ja. Einfach so dann, oder? Ja, einfach so wieder wegkicken. Okay. Stellen Sie es hin und Sie kicken es einfach vom Tisch. Wie fühlt sich das an? Gut. Ich brauche es nicht mehr. Jetzt haben wir noch das wahre Selbst der Mutter, mit dem die Mutter nur selten verbunden war. Und das ist aber genau der Teil der Mutter, der eine tiefe und natürliche Liebe, eine bedingungslose Liebe zu einem Sohn spüren kann. Mutter, die sich freut, dass es diesen Sohn gibt und dass sie ihm diese Liebe zeigen kann. Können Sie sich vorstellen, dass es so eine Liebe für Ramin gibt? Ja. Dann nehmen Sie mal die gelbe Figur und nehmen Sie da mal an Ihr Herz und spüren Sie mal, stellen Sie sich mal vor, nein, 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 an Ihr eigenes Herz. So ans Herz. Nein, nein, nicht Sie. Das Mutters wahre Selbst. Das ja. Das nehmen Sie mal an Ihr Herz. Und stellen Sie sich mal vor, Sie spüren jetzt die Liebe einer Mutter, die nicht traumatisiert ist, die sich einfach freut, so einen Sohn zu haben, sich freut, ihm ihre Liebe schenken zu können. Absichtslos, bedingungslos. Können Sie das spüren? Ja. Das Wohlwollen, das Liebe, Ja, Freude, ja. und dieser Teil von Ihnen, der das spürt, das ist eben Ihr eigenes wahres Selbst oder Ihr Wesenskern, das ist der Ramin, der es wert ist, geliebt zu werden, einfach weil er da ist. Und dieses Selbst, das gehört zu Ihrer Grundausstattung dazu. Das hat die Natur Ihnen geschenkt. Und das muss aber erstmal geweckt werden. Und wenn man Glück hat, wird es geweckt durch die bedingungslose Liebe der Eltern. Und wenn die Eltern aber so traumatisiert sind und diese Liebe nicht zeigen können, dann braucht es später mal so eine symbolische Handlung in so einer Sitzung wie jetzt. Kann man das nachholen? Und dann können Sie sich bewusst machen, das gehört zu Ihrem Potenzial, unverlierbar und unzerstörbar. Und mit diesem Selbstwert, der ja daran geknüpft ist, da können Sie dann auch die bedingungslose Liebe von anderen annehmen. Solange Sie nämlich ein negatives Selbstbild haben, können Sie auch die Liebe von anderen gar nicht annehmen, weil Sie denken, entweder wollen die mich täuschen, oder die kennen mich gar nicht, wie ich wirklich bin. Und dann schneidet man sich selber von dieser Liebe der anderen ab. Okay. Und es fällt einem auch schwer, anderen eine bedingungslose Liebe zu zeigen, weil man das ja von sich selber gar nicht kennt. Und jetzt erleben Sie, dass Sie nicht nur dieses Selbst zu Ihrer Grundausstattung gehört, sondern auch die Fähigkeit, eine bedingungslose Liebe anzunehmen. Und auch selber an andere weitergeben zu können. Könnt ihr das spüren? Ja. Und dann dürfen Sie Mutters wahre Selbst mal wieder zurückstellen. Und dann nehmen Sie mal die rote Figur und gehen mal zu Ihrem eigenen wahren Selbst. Das ist so der Ramin, der es wert ist, geliebt zu werden, einfach weil er da ist. Der wurde jetzt gerade sozusagen gezündet, geweckt. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie eins werden mit diesem Ramin, der es wert ist, geliebt zu werden, einfach weil er da ist. Das fühlt sich gut an. Ja. Ist auch frei irgendwie, das Freiheit und Genau. Und damit das stabil ist, brauchen wir jetzt noch einen weiteren Schritt. Das ist die Gegenabgrenzung. Sie haben ja gemerkt, es fühlte sich am Anfang verboten an, ist wie egoistisch, wie Verrat. Und da gibt es so einen merkwürdigen Sog zu diesem Leid und zu diesen Schicksalen. Und da brauchen wir jetzt eine Gegenabgrenzung. Das heißt, wir brauchen einen Trainer, der Sie körperlich spüren lässt. Da drüben hast du gar nichts mehr zu suchen.
Dazu braucht man eine weitere Figur, und da könnte eine rote, runde Figur geeignet sein, wenn Sie die haben. Nee, habe ich leider nicht. Aber ich habe so ein. Nee, habe ich jetzt nicht. Ich habe leider immer nur so eckige. Also ich habe schmale, dünne, dicke. Aber rund. Haben Sie eine runde grüne Figur? Ich habe gar keine runde. Aber kleinen Moment. Ich habe noch vielleicht. Ich gucke mal. Vielleicht habe ich noch. Doch, ich habe was. Ha! Ich habe noch einen zweiten Kasten. Ich hatte so eine runde. Ja, sehr gut. Das ist jetzt der Trainer, den nehmen Sie in die rechte Hand. In die linke Hand nehmen Sie den Ramin von heute. Und Sie gehen sozusagen, beide stellen Sie auf den Tisch. Und Sie gehen aus alter Gewohnheit zurück zu dem Trauma der Mutter, und der Trainer stoppt Sie kraftvoll, und hören Sie mal, was er Ihnen sagt. Also wenn ich jetzt in die Richtung gehen würde... Ja, Sie gehen in die Richtung, stellen Sie sich vor, da ist da drüben, wir haben es ja schon entsorgt, aber hier ist genau, das Trauma der Mutter. Das Trauma. Und dann der Trainer, aber der Trainer ist der, nicht Sie stoppen den Trainer, sondern der Trainer stoppt Sie. Das heißt, ich komme und dann, aha, okay. Ja, genau. Das heißt, gehen die und dann, aha. Ja, genau. Hören Sie mal, was er Ihnen sagt. Stopp! Das geht dich doch gar nichts an. Was machst du dir da überhaupt an? Mit Liebe hat das nichts zu tun, das verführt dich nur zum größten Mal. Geht es Ihnen damit? Ja, er hat recht, das glaube ich. Aber es kommt noch so, dieser Gedanke, Scheidung kommt noch. Wie? Ich weiß nicht, da kommt irgendwas noch nach oben. Dann machen Sie vielleicht einfach die Wiederholung. Ja. Also ich will mich bewegen und dann... Stopp, bist du nicht, ja. Geht überhaupt nicht an. Was machst du dir da überhaupt an? Mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Es verführt dich nur zum größten Mal. Machen wir nochmal. Stopp, das geht dir nicht so. Da hast du nichts verloren. Was machst du dir überhaupt da an? Mit Liebe hat das nichts zu tun. Es verführt dich nur zur größten Fantasie. Ja. Als nächstes gehen Sie in Richtung falsches Selbst, was Sie damals entwickelt haben, die Tendenz, sich für alles verantwortlich zu fühlen. Wenn es nicht klappt, sind Sie dann, fühlen sich gleich schuldig. Und auch da stoppt der Trainer Sie kraftvoll. Hören Sie mal, was er Ihnen dazu sagt. Das wäre jetzt welcher Stein? Das war diese schmale rote Figur, die wir schon entsorgt haben. Ach so. Okay. Also das. Aber Sie gehen aus alter Gewohnheit zurück zu diesem falschen Selbst. Genau. Okay. Und der Trainer stoppt Sie wieder kraftvoll. Diesem falschen Selbst, von mir selber, dass ich dafür alle verantwortlich fühle. Okay. Schade, Tino. Das bist du doch gar nicht. Es raubt dir nur die Würde und die Kraft, und es hindert dich daran, du selber zu sein. Schade, Tino. Bist du gar nicht. Es raubt dir nur die Kraft und die Würde, und es hindert dich daran, du selber zu sein. Noch ein letztes Mal. Stopp! Bist du gar. Schadet dir nur. Es raubt dir die Kraft und die Würde. Es hindert dich daran, du selber zu sein. Als nächstes gehen Sie in Richtung falsche Selbst der Mutter. Haben wir auch schon entsorgt? Ja. Okay. Okay. Das bist du nicht, das geht dich nichts an, du bist überhaupt nicht zuständig. Da hast du nichts verloren. Ist das für Sie? Stopp! Bist du nicht, da bist du nicht zuständig, da hast du nichts verloren. Könnte sehr entlastend sein. Jetzt ist es so, ein Sohn erlebt es hier oft als Ausdruck von Liebe, wenn er sich so Gedanken macht um die Mutter. Und vielleicht kennen Sie es auch aus anderen Beziehungen, dass Sie manchmal sich da Gedanken machen um jemanden anderen. Und wenn der dann sagen würde, ich brauche das gar nicht von dir,
dann fühlt sich das manchmal an wie Abweisung. Mhm. Das kann sehr kränkend sein. So nach dem Motto, ich habe es doch nur gut mit dir gemeint. Mhm. Das kennen Sie vielleicht. Ja, so ein bisschen, ja. Mhm. Aber das wäre so ein Hinweis, dass Sie eine entscheidende Pantherqualität in dieser Familie nicht lernen konnten, nämlich, dass Sie mit Respekt abgegrenzt werden. Mhm. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass Sie mit den Menschen Schwierigkeiten haben, die sich so ganz klar Ihnen gegenüber abgrenzen, weil es halt manchmal so wehtut. Mhm. Und umgekehrt, dass Sie sich viel besser fühlen mit Menschen, die sich nicht gut abgrenzen können, die traumatisiert sind, die bedürftig sind. Aber da kommen Sie halt leicht wieder in Abhängigkeitsbeziehungen. Mhm. Und an sich sind Sie stark, Sie sind ein Panther, Sie können auch einen starken Panther haben, beruflich und Partner haben, beruflich und privat, wenn Sie lernen, dass Sport ist. Mhm. Es gibt sozusagen ein Lernprogramm für Sie und dieser Trainer, den Sie da angeheuert haben, der hat die Lizenz, mit Ihnen so ein Trainingsprogramm durchzuführen. Mhm. Wir nennen das Fit für die Pantherliga. Mhm. Wäre das was für Sie? Fit für die Pantherliga. Okay, das klingt doch schon ziemlich sportlich, ja. Okay. Dann gehen Sie doch mal voller Begeisterung und mit gutem Gewissen in den Raum des anderen und der Trainer stoppt Sie kraftvoll und hören Sie mal, was er Ihnen sagt. Hey, ich bin auch ein Panther. So sind wir Panther. Das sind unsere Spielregeln. Da drüben bist du Panther, das respektiere ich natürlich. Aber ich bin eben auch ein Panther. Und wenn du mich respektieren würdest, könnten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ist das für Sie? Hm. Einmal noch. Zweiter Durchgang. Hey, ich bin auch ein Panther. Und ich weiß, dass ich dir das zumuten kann, denn ich weiß ja, dass du ein Panther bist. Aber du selber hast es vielleicht vergessen. Oder vielleicht wollten sie dich auch umerziehen zu einem Hauskätzchen. Und weil anscheinend ist es an der Zeit, dass du dich mal entscheidest, in welche Liga du überhaupt gehörst, zu den Hauskätzchen oder zu den Panther. Ich finde es eigentlich auch schön, ein Gegenüber zu haben, das wirklich klar sagt, woran es ist und was es will. Und natürlich! Mhm. Ja. Das ist eine ganz andere Qualität. Ja, ja, das ist lustvoll. Ja, in welche Liga gehören Sie jetzt? In die Pantherliga. Ja, das wusste ich doch. Das nächste Mal, wenn sich jemand so krass abgrenzt, müssen Sie auch gar nicht gekränkt sein, dann sich einfach Pantherliga, das muss so sein. Ja, ja, man kann sich auch ein bisschen freuen. Ja. Und gleichzeitig wissen Sie, der andere, der ist auch ein Panther, der hält auch was aus, Sie müssen den nicht schonen. Mhm. Dann können Sie mit Ihrer vollen Power begegnen, mit einem kräftigen Pantherknurren. Und anschließend geht es dann auf die Pantherparty. Gemeinsam. Mhm. Mit diesem Training bekommen Sie sozusagen die Panther-App. Mhm. Haben Sie gratis Zugang zur Pantherliga und zur Pantherparty. Pantherparty, okay. Bisher hatten Sie möglicherweise mehr die Trauma-App gepachtet. Mhm. Und da haben Sie gratis Zugang zu allen Menschen, die traumatisiert sind. Mhm. Allerdings Pantherparty gibt es da nicht. Nee. Bestenfalls Kindergeburtstag. Ja. Und für einen ausgewachsenen Panther ist es auf die Dauer sehr langweilig. Mhm. Mhm. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Mhm. Ja. Jetzt das nächste ist das Thema Erschöpfung und Burnout. Kennen Sie sowas? Also Erschöpfung kenne ich sehr stark, ja. Ja, ja, ja. Das kann da bis zum Burnout weitergehen. Also das hängt auch damit zusammen, wenn Sie die Vorstellung haben, dass Sie dann besonders wertvoll sind für andere, wenn Sie bedingungslos für die anderen da sind. Mhm. Das kennen Sie vielleicht. Und dann kann es sein, dass Sie manchmal auch ohne Auftrag sich da nützlich machen, wo Sie gar nicht zuständig sind. Mhm. Sie verlieren dabei Energie, es kommt keine Anerkennung zurück, so kommen Sie immer mehr ins Defizit. Und nur Sie können daran was ändern, indem Sie nämlich die Grenzen Ihrer eigenen Zuständigkeit deutlich erkennen und vor allen Dingen auch respektieren. Mhm. Warum ist das wichtig? Die anderen zeigen Ihnen diese Grenzen. Mhm. Die einen, die traumatisiert sind, die können das gar nicht. Die anderen, die wollen das nicht. Die finden es viel besser, wenn sie gratis liefern und möglichst 200%. Mhm. Die nutzen Sie einfach aus. Mhm. Kennen Sie auch? Ja.
Und auch da könnte der Trainer Ihnen behilflich sein, diese Kenntnisse deutlicher wahrzunehmen, indem er Sie diesmal ganz sanft stoppt. Sagt Ramin, bist du da wirklich zuständig? Spür doch nochmal nach. Ramin, bist du da wirklich zuständig? Und dann schauen Sie mal, ob Sie da zuständig sind oder nicht. Mhm. Und wenn nein, dann können Sie sagen, danke für den Tipp, da habe ich mich vertan. Mhm. 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 Bist du da wirklich zuständig? Mhm. Ja, ja oder nein? Es kommt dann immer auf die Situation an, würde ich jetzt mal sagen. Aber eigentlich... Das ist so eine klar definierte Situation. Sie gehen ja in einen fremden Raum, wo Sie gar keinen Auftrag haben und der Trainer sagt, bist du da wirklich zuständig? Ach so. Ja, wenn ich keinen Auftrag habe, dann bin ich nicht zuständig. Da muss ich mich wieder raushalten, ja. Mhm. Dann können Sie sagen, danke, statt gekränkt zu sein, können Sie sagen, danke für den Tipp, da habe ich mich vertan. Ja, danke für den Tipp. Da habe ich mich vertan. Und dann gehen Sie gleich wieder zu Ihrem wahren Selbst. Schauen Sie mal, wie da die Verbindung ist mit dem Ramin, der seinen Wert und seine Würde in sich selber hat. Das ist auf die Anerkennung der anderen gar nicht angewiesen. Ja, das fühlt sich souveräner an. Ja, oder souverän fühlt sich das an. Genau. Ja. Und das ist der Augenblick, wo Ihnen was Entscheidendes klar werden könnte. Immer dann, wenn Sie ungefragt in fremde Räume gehen, verlieren Sie die Verbindung mit diesem wahren Selbst. Und wenn Sie die Verbindung erst verloren haben, dann bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, als sich in fremden Räumen nützlich zu machen, um wenigstens von anderen etwas Anerkennung zu bekommen, die Sie sich selber nicht geben können. Sie werden abhängig von anderen, werden unfrei. Sie fühlen sich immer mehr wie ein Sklave, eingespannt für fremde Interessen. Mhm. Und das zu einem kargen Lohn. Anstatt den, also wenn ich es richtig verstehe, anstatt dem wahren Selbst und diesen Bedürfnissen und dem, was da kommt, zu folgen. Oder? Wenn Sie verbunden sind mit diesem Selbstwertgefühl, was ja gar keine Anerkennung von außen braucht. Ja. Dann müssten Sie nicht ungefragt in fremde Räume gehen. Ja, okay. Okay. Dann warte ich, aber es ist schon in Ordnung, jemand zu helfen und zu unterstützen, der einfach sagt, ich brauche Hilfe, oder? Also wenn jemand kommt und ja, es gibt einen Deal, es gibt irgendwie einen Ausgleich. Ja. Sie werden merken, es gibt Menschen, die wollen Sie eigentlich nur ausnutzen. Ja? Ja. Und wenn Sie das merken, dann merken Sie, Sie sind ja gar nicht mehr darauf angewiesen, auf eine fragliche Anerkennung von außen. Ja? Dann brauchen Sie diese windigen Deals gar nicht mehr einzugehen. Ich verstehe, okay. Und dann können Sie auch Nein sagen, ganz locker. Und natürlich gibt es Menschen, die wirklich in Not sind, wo man auch gerne hilft, und das ist dann was anderes. Okay. Aber ich verstehe, ich habe ein Gefühl dafür, was Sie meinen, ja. Mhm. Mhm. Ja, und dann gibt es noch das Thema Vergangenheit. Mhm. Kennen Sie es, dass Sie immer wieder sich mit Themen der Vergangenheit beschäftigen, obwohl Sie wissen, das bringt, da ist nichts mehr zu holen, es ist alles vorbei. Mhm. Auch da könnte der Trainer Sie stoppen. Sie stellen sich vor, Sie gehen zurück in die Vergangenheit, der Trainer stoppt Sie kraftvoll und hören Sie mal, was er Ihnen sagt. Mhm. Stopp! Gibt kein Zurück. Vorbei ist vorbei. Mhm. Es gibt kein Zurück. Was vorbei ist, kommt auch nie mehr wieder. Mhm. Es gibt kein Zurück. Was im Hause tot ist, wird auch nie wieder lebendig. Mhm. Ja, es ist irgendwie so.
Ja, es ist vielleicht ein Stück weit. Ja, es sind auch verschiedene Gefühle. Aber das eine ist so natürlich ein Bedauern. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja. Das ist richtig. Und das andere ist aber, dass dann eine Freiheit entsteht So ist es. für was Neues. So ist es. Das sind diese beiden Aspekte, die ich da so fühle. Ja. Also dieser Abschied, manche, die sind dann noch so verbunden mit dem vergangenen Leid, dass es Ja. für sie wirklich wie ein Abschied ist und Abschied tut immer weh. Ja, okay. Aber das ist kein Grund, um diesen Abschied zu vermeiden. Ja. Und wenn Ja. Sie durch diese Schmerzen hindurchgehen, öffnet sich die Tür für das Hier und Jetzt. Jetzt gehen Sie nochmal mit Ihrer roten Figur zu der gelben Figur. Schauen Sie mal, wie jetzt die Verbindung ist, Ihrem wahren Selbst. Ich habe das Gefühl, die ist sehr wohlwollend und fürsorglich mir gegenüber. Also Geschehen. dieses Gelbe, dieses also das wahre Selbst meint es sehr gut mit mir und liebevoll. Geschehen. Ja. Das ist doch jetzt der Zeitpunkt, wo Sie mal die grüne Figur, den kleinen Ramin von damals, dazu nehmen können. Hatte dieser kleine Ramin in dieser Familie das Gefühl, dass er ganz okay ist, so wie er ist? Nee. Und da kann es sein, dass Sie auch da die Sichtweise dieser Eltern übernommen haben. Jetzt nehmen Sie auch da symbolisch mal die Brille der Eltern ab. Und schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diesen kleinen Ramin von damals. Gibt es an dem was auszusetzen? Wie war der denn? War der eher so wild und lebendig oder eher so sensibel oder beides? Also ich hatte so eine Phase, wo ich sehr auch wild war und dann kam so eine Phase so um die Scheidung herum, wo ich mich dann zurückgezogen habe. Und dann, Ja. aber eigentlich hatte ich wahrscheinlich auch das, war schon erst so, auch ein bisschen wilder, ja. Da können Sie doch zu dem kleinen Ramin sagen, du bist goldrichtig. Ramin, du bist goldrichtig. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir nicht zeigen konnte, wie einzigartig und kostbar du bist. Schade, dass diese verwirrte Familie dir nicht zeigen konnte, wie einzigartig und wunderbar du warst oder bist. Und ich habe mich vielleicht davon anstecken lassen. Und ich habe mich vielleicht davon anstecken lassen. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Und das hast du auch gar nicht verdient. Wie geht es dem kleinen Ramin, wenn er das hört? Er fühlt sich geliebt. Schön. Ja. Wie war es denn, wie Sie auf die Welt gekommen sind? Konnten beide Eltern Sie begrüßen ohne Wenn und Aber oder gab es da schon Probleme? Ich glaube, zum Zeitpunkt der Geburt war das okay. Ja. Nun hat aber der kleine Ramin in dieser Familie einige schmerzliche und verwirrende Erfahrungen gemacht. Aber wichtig ist, er hat es überlebt. Das kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht gestorben bist. Danke, dass du nicht gestorben bist. Danke, dass du niemanden umgebracht hast. Danke, dass du niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du nicht auch verrückt geworden bist in dieser ganzen Verwirrung. Und danke, dass du auch nicht verrückt geworden bist in dieser ganzen Verwirrung. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und das war überhaupt nicht selbstverständlich. Wie geht es dem kleinen Ramin, wenn er das von Ihnen hört? Fühlt sich gewertschätzt und geachtet. Dann können Sie doch zu dem kleinen Ramin sagen, trotz allem haben wir beide das doch noch mal ganz gut hinbekommen. Trotz allem haben wir das beide doch ganz gut hingekriegt. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team. Wie geht es denn dem kleinen Ramin? Ja, der möchte auf meinen Schoß. Genau. Ja. Nun, damals konnten Sie den kleinen Ramin nicht schützen, heute ist es ganz anders. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Damals konnte ich den kleinen Rami nicht schützen. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass dir was passiert. Dass du überfordert wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du benutzt wirst. Dass du benutzt wirst. Dass dir Schuldgefühle gemacht werden. Dass du Schuldgefühle gemacht Das werden. alles ist vorbei. Dass alles ist vorbei. Wie geht es dem kleinen Ramin, wenn er das von Ihnen hört? Der hat noch ein bisschen Zweifel.
Das ist ein bisschen skeptisch, aber das kennen Sie ja von sich. Ja. Dann können Sie doch zum kleinen Ramin sagen, daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Ja. Das ist mal wieder typisch Ramin. Das ist typisch Ramin, ja. Ich mag dich auch, wenn du skeptisch bist. Ich mag dich auch, wenn du skeptisch bist. Mit skeptisch kenne ich mich verdammt gut aus. Mit skeptisch kenne ich mich verdammt gut aus. Ja, mit skeptisch kenne ich mich verdammt gut aus, ja. Hast du gerade zu Glück, dass du an mich geraten bist. Ja, da hast du wirklich das Glück, dass du an mich geraten bist. Wie geht es dem kleinen Ramin, wenn er das hört? Ja, er lacht. Fühlt sich geborgen. Kann es sein, dass auch heute der kleine, die bedürftige Ramin eher zu kurz kommt? Dass sie im Beruf sehr viele Projekte haben? Dass sich da auch immer um die Interessen der anderen kümmern? Ich weiß nicht, haben Sie eine Partnerschaft? Haben Sie Kinder? Ja, Partnerschaft. Aber keine Kinder. Dass sich um die Partnerin kümmern, sich da verantwortlich fühlen. Und dann kommt auch der kleine Ramin heute wieder zu kurz. Und manchmal denkt man ja, der kleine Ramin, der kennt es überhaupt nicht anders. Der muss es einfach aushalten. Ich habe so viele andere wichtige Dinge zu tun, dass ich mich nicht auch noch um den kleinen Ramin kümmere. Verständlich, aber natürlich nicht so sehr fair gegenüber. Manchmal, wenn man eine Partnerin hat, dann denkt man mir, vielleicht könnte die sich ja halt doch mal ein bisschen um den kleinen Ramin kümmern. Das ist auch verständlich. Aber es geht meistens schief. Dann ist man vielleicht sogar noch enttäuscht und hat Vorwürfe gegenüber der Partnerin. Manchmal schickt man die Partnerin auch deswegen in die Wüste. Aber unter uns gesagt, es ist nicht so fair, eine Partnerin zu missbrauchen als Babysitterin für den kleinen Ramin. Ja. Die Partnerin ist, wenn überhaupt, dann an dem erwachsenen Ramin interessiert. Und was jetzt den kleinen Ramin angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte der erstmal die Eltern, die sich gar nicht so um ihn kümmern konnten. Sie selber haben im Augenblick auch alle Hände voll zu tun mit anderen Projekten, können sich auch nicht um ihn kümmern. Und dann überlassen Sie ihn auch noch einer Partnerin, die sich ja auch nicht für den kleinen Ramin interessiert. Ja, um Gottes Willen, was muten Sie dem kleinen Kerl seit 20, 30 Jahren alles zu? Trägt ein Wunder, dass der noch mitmacht. Wen bräuchte der kleine Ramin eigentlich? Mich? Ja. Was haben Sie doch? Vor allen Dingen der Verbindung mit dem Wahren selbst. Ja. Dann können Sie doch sagen, für dich bin nur noch ich zuständig. Ja, für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und du bist für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Und ich überlasse dich auch nie wieder dieser netten Dame an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder dieser Dame an meiner Seite. Geht es in dem kleinen Ramin, wenn er das von Ihnen hört? Ja, ich weiß nicht. Also, er ist ein bisschen skeptisch. Ja, das wissen wir ja schon. Das wissen wir ja schon. Daher auch ich sagen. Ja, aber an sich freut es ihn schon. Ja, also heimlich freut er sich schon. Ja, ja. Und wie ich den kleinen Ramin einschätze, wird er unbedingt was anstellen. Geht es überhaupt bei Ihnen oder geht es bei Ihnen eher so rational und kontrolliert so? Ich habe es akustisch nicht. Wie ich den kleinen Ramin einschätze, wird er unbedingt was anstellen. Ja. Geht das überhaupt bei Ihnen oder geht es bei Ihnen so rational und kontrolliert? Nee, er kann schon was anstellen. Das ist kein Problem. Das ist gut. Dann nehmen Sie mal den kleinen Ramin an Ihr Herz. Ja. Damit er mal spürt, wie sich das anfühlt, wenn er einen sicheren Platz bekommt. Dann wird er erstmal wahrgenommen, so wie er wirklich ist. Er wird geschätzt, so wie er ist. Er wird beschützt. Und er darf auch seinen Spaß haben. Wie geht es da dem kleinen Ramin? Ja, der freut sich. Das ist irgendwie, da ist Freude und da ist ein bisschen Entspannung und ja, und Leichtigkeit. Und wie geht es Ihnen, wenn es dem kleinen Ramin bei Ihnen gut geht? Ja, mir geht es auch gut damit. Ich finde es schön. Ja, das ist überhaupt das Geheimnis dafür, dass es einem gut geht. Ja, und es ist auch schön, mich um den kleinen Ramin kümmern zu können. Dann nehmen Sie den mal wieder zu sich, nehmen Sie mal grün, gelb und rot zusammen. Legen eine Hand drüber und spüren Sie mal nach. Wie fühlt sich das an, wenn diese drei Elemente eins werden?
Da öffnet sich was, da fließt Wärme im Herzen. Es ist irgendwie was, wenn was sich öffnen würde und fühlt sich gut an. Es ist auch für mich was Neues. Also ich, Ja. ja. Das ist Aber eben, eigentlich ja. Ihr Potenzial. Und wenn Sie jetzt so verbunden sind mit diesem Potenzial, schauen Sie mal zurück auf die Mutter. Wie geht es Ihnen jetzt mit der Mutter? Ich liebe sie. Ja. Dann können Sie vielleicht sagen, Mama, mein Leben kommt durch euch beide. Mama, mein Leben kommt durch euch beide. Und es ist ein großes Geschenk. Und ist ein großes Geschenk. Und ich sehe, dass es euch beide einen Preis gekostet hat. Und ich sehe, dass es euch beide einen Preis gekostet hat. Und das achte ich. Das achte ich. Und es macht mein Leben besonders kostbar. Und es macht mein Leben besonders kostbar. Aber ich muss diesen Preis nicht nochmal zahlen. Aber ich muss diesen Preis nicht nochmal zahlen. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich so an, so erwachsen fühlt sich das an. So ein bisschen mit Genau. Abstand und aber auch meine eigene Stärke. Ist ein bisschen abgrenzend, aber es ist kraftvoll. Ja. Dann legen Sie mal einen Finger auf Mutters wahres Selbst und schauen Sie mal, wie geht es Mutters wahrem Selbst, wenn sie sieht, dass sie jetzt so bei sich selber angekommen ist. Können Sie spüren? Ja, es ist irgendwie so endlich. Ja. Ja. Und Gott sei Dank. können Sie vorstellen, dass da ein Segen kommt von Mutters wahrem Selbst? Ja. Bei der Mutter ist es vielleicht nicht so sicher, aber bei Mutters wahrem Selbst, darüber Ja. kann man ganz sicher sein. Wäre es okay, wenn ich das stellvertretend spreche für Sie? Könnte die Mutters wahre Selbst sagen, Ramin, ich gebe dir gerne mein Segen. Lebe dein eigenes Leben. Lebe deine Würde und deine Kraft. Lebe deine Liebe und deine Lebendigkeit. Bist frei. Und dann drehen Sie sich mal um mit diesen drei Figuren, gehen in die andere Richtung, nochmal über eine Grenze ins Hier und Jetzt. Von Ihnen aus gesehen nach links. Tür zur Vergangenheit ist zu. Spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie so im Hier und Jetzt angekommen sind. Ja, das fühlt sich mehr nach Angekommensein überhaupt an. So Ja. mehr nach Heimat. Ja. Bei mir irgendwie, mit mir. Ja. Ja. Das ist noch ungewohnt, definitiv, aber es ist scheint meine Heimat zu sein, ja. Ja, bisschen. Ja. Willkommen daheim. Dankeschön. Ja. Dann beende ich mal die Aufzeichnung.